Moin Leute! Moin! Wir heute, sind wieder unterwegs. Heute mal ganz anders. Wir hatten ganz was anderes vor und wir haben jetzt Starkwind gekriegt, bis zu einer 8 hoch geht das. Wir wollten eigentlich mal speziellen Knoten vorstellen und spezielle Montage dafür mit Stahl auf T-Knoten. Ja. Es kommt heute alles anders als geplant. Und von daher, aber das holen wir nach. Genau. Und ihr werdet gleich noch sehen, also wir hatten vorhin, wo wir los sind, echt geiles Wetter. Strahlende Sonne vom Himmel, nur blau. Und jetzt? Grau und grau. Grau und grau und es wird wahrscheinlich gleich noch ein bisschen regnen. Aber wir sind am Wasser, wir werden rauf aufs Wasser, wir werden gucken, dass wir heute ein paar Hechte fangen und? Das ist ein stark frequentiertes Gewässer. Kleiner See, wir waren ja auch schon mal dran. Und im letzten Video. Genau, und wir werden mal was anderes probieren. Ich habe ja immer, ich fassle ja immer viel. Und heute angel ich denn mal, ich gehört jetzt nicht zu, ich habe trotzdem Jerk eingepackt. Ja, war mir klar. Aber ich werde heute mal mit Gummifischen angeln. Und zwar mit einem ganz speziellen Zusatz, die nennen sich Twin Blade. So. Und was das ist, das zeige ich euch nachher an der Angel. Also mal gucken, ob die was bringen. Da dürfen wir gespannt sein. Also ja. Ab aufs Wasser, ab auf den Teich und wir dann müssen angeln. Gucken, was passiert. Richtig. Bis später. Geschrien, hat Fisch und tatsächlich ein Hecht. So, Peter hat gerade gesagt, er wollte den Köder schon wieder wechseln und dann kam der Hecht. Offset-Haken. Tschüss, mein Kleiner. Ah, das wird schwierig heute. Fischigel dran, die vollgepumpt sind. Komm schnell zurück. Also, ich hatte ja gesagt, ich probiere mal was Neues aus. Und wenn ich mit dem Offset-Haken fisch, ist ja nicht so spektakulär. Allerdings, die hier sind besonders, die haben auch ein richtig großes Auge hier vorne. Und es gibt so zwei Löffelblätter, das sind die Twin Blades, die ich hier mit reingeklinkt habe. Und dadurch erzeugt er ein bisschen mehr Druckwelle und natürlich auch optisch noch, ne, durch das Drehen der Blätter. Und siehe da, hat doch funktioniert. Ah! Kielbiss. Jo. Da ist der Schlingel. Oh, Peter mit seinem nächsten. Gucken, ob wir das raufkriegen. Er ist ein Stückchen weiter weg jetzt. Und immer noch der gleiche Köder. Wo ist er? Petri Heil! Petri Dank! Garniert mit Salat! Aber die sind alle voll mit Egel, die Burschen. Ja, Peter sagt gerade, alle voll mit Egel, das heißt, die stehen schön im Kraut und warten ab, was vorbeischwimmt. Ah, Petri nochmal! Ups! Jetzt habe ich die Hand voll Fischegel hier. Oh! Das ist Angeln! Hat er sich gerade beschwert, dass er die Handvoll Fischegel hat. Oh, der war weg. Scheiße. Das war ein fetter Biss eben. Jetzt muss ich schnell mal die Kamera rausnehmen. Nur hat Heiko seinen ersten auch gefangen. Und auch mit dem Gummifisch. Allerdings, das ist ja so windig hier. Gucken, ob ich den ein bisschen zoomen kann. Ja. Petri! Petri, Dank!
Check, check. Ja, ein paar Mal drauf getockt, ja? Dreimal. Ja, mir hat es auch eben fast die Rute aus der Hand gehauen. Auf dem Offset-Haken. Also es hat ganz schön reingeballert da, aber der wollte leider nicht kleben bleiben. Der hat ihn wahrscheinlich Volley genommen so. Aber ist okay. Ich muss schnell mal zu Heiko, weil Heiko hat gerade seinen zweiten Fisch drauf. Und er ist noch ein klein bisschen weg. Mensch, die sind aber richtig schön gezeichnet, die Fische hier, ne? Auch wirklich voller Ekel, ne? Alle ja. Ekel, nicht Ekel. Das ist immer relativ, ne? Die Kleinen mal schnell wieder zurück, ab in die Tiefe. Ja. Naja. Ja. Also bis jetzt haben auf Gummifisch haben wir 4 raus, ne? Ja. Also jeder 2 jetzt. Auf Jerk ging gar nichts, deswegen habe ich jetzt auch eine Gummiform genommen. So, also was muss Peter jetzt machen? Ja. Das sieht aus wie Pickshad. Jo, hat er. Hat er. Ja, das ist auch immer ein recht guter Köder, der Pickshad. Schön langsam geführt. Ja. Geht. Ja, ja. Eine kleine Pause mit eingebaut. Ja, das ist ein Plan. Und wie viel Gramm hast du drauf? 10? Ja. 10 Gramm. Hast du gebastelt? Hab ich gebastelt. Hab ich dir ja rübergegeben zum Basteln, weil ich keine Zeit hatte. Ja. Und danke nochmal. Ja, Heiko ist zu faul zum Paddeln, deswegen haut er schon wieder ab und lässt sich wegtreiben von mir hier. Sorry! Da ist der Nächste. Nun bin ich ein bisschen dichter bei Heiko und er hat seinen nächsten Fisch drill. Und diesmal wieder Gummi Pickshad. Und ich hatte natürlich gerade ausgeworfen, ne? Das ist immer Murphys Gesetz. Ja, Petri, Heiko, sieht Petri gut aus. Dank. Der hat sich ein bisschen verdreht, den muss ich mal ein bisschen befreien gleich. Also, ich muss meinen Köder erstmal reinkurbeln, der liegt da mit einem See rum. Und also der gilt als gefangenbar, Heiko. Weil, ja, berührt hat er noch nicht, doch jetzt. Also, Petri, und schön gefärbt, ein schön gezeichneter Fisch. Noch gar nicht angekurbelt gehabt. Heiko hat wieder einen Fisch im Drill. War ein wieder. Schöner Einschlag eben. Wie bitte? War ein schöner Einschlag eben. Ja, der war noch in der Absinkphase und da ist er gleich drauf genagelt. Also stehen die Fische ein bisschen weiter draußen. Und wieder Pickshad, ja? Ja. Also Heiko angelt nur Pickshad, Barsch-Design oder Hecht-Design? Warte. Ich habe Weißfisch noch drauf, aber ich denke mal, ich werde mal einem anderen Köder die Chance geben. Jawohl. Und der hat was mit Coroni zu tun. Mal gucken, was sie dazu sagen. Ja, der ist doch schon etwas besser. Ja, Petri, Heiko. Jo. Also Heiko macht das heute hier, hat schon wieder einen im Drill. Läuft, er sagt läuft. Ja, da kommt er schon. Und wieder einfach nur beim Absinken, also reingeschmissen. Ja. Übrigens hat Heiko nicht ein Hechtimitat drauf, sondern ein Barschimitat. Genau. Also das sieht natürlich auch ganz gut aus. Und ja, grün läuft, ne? Ich habe eben gerade wieder ein verhauen. Das passiert natürlich auch. Aber ich habe ein Coroni drauf. Ein Schleinfarben. Ja, schön, Heiko. Petri. Petri, dank. Da, Coroni. Ja, gerade den einen Hecht versorgt, den ich raus hatte, und da ist bei Peter die Rute krumm. Und dieses Mal, er hat auch wieder Gummi drauf, aber Peter, ein Coroni, ne? Peter? Wie bitte? Coroni? Coroni. Tinker-Imitat. Tinker-Imitat, Coroni von TSD Custom Baits. Oh, und ein schöner Fisch. Oha.
Er wollte den Coroni aber richtig haben. Ja. Ein schönes Brett. Ich würde sagen, die Fische werden langsam größer. Petri! Da haben wir den Hühnerschrecker. Aber guck mal, wie voll der ist. Also ja, total voll mit Igel, ne? Man sieht das so. Die tanzen da drauf. Ja. Da ist er nochmal. Den Bursch nochmal. Ja. Schöner Fisch. Wie wir ja eingangs schon gesagt haben, ne? Wenn man in überangelten Gewässern angelt, dann sollte man immer Köder dabei haben, die sie mit Sicherheit nicht kennen. Irgendwas piept hier. Glaub, das war deine, genau. Die ist, glaube ich, gerade ausgegangen. Ja, ist aber nicht so schlimm. Ist sie aus? Wahrscheinlich ja. Also, wenn ihr in überangelten Gewässern unterwegs seid, sollte man immer einen Köder dabei haben, den die Fische mit Sicherheit nicht kennen. Das sind immer diese nicht von der Stange. Ne? So handgebaute Teile sind da immer richtig gut. Und der hat eben einen schönen Hecht gefangen. Ja. Oder halt, in die Tat. Genau, oder halt richtig ausgefallene. Ne? Das, wo man sagt, ja, so, da geht man vorbei und nimmt man eigentlich genau. Nicht mit. Oder so wie, wo habe ich den? Den ich ja schon mal vorgestellt habe. Und da hat er heute auch alles richtig gemacht. Also er hat auch schon zwei Fische gefangen. Ja. Sicherlich zwei verkackt. Auch alles gut. Das hat aber nicht der Köder, das warst du. Das war ich. Nein, das war der Haken. Der ist nämlich nicht dann rausgekommen. Ne? Also 7-0er Offset-Haken, passt dazu, alles richtig. Also wir werden noch ein bisschen üben und gucken, dass wir noch einen präsentieren können. Heiko zumindest. Gucken wir mal. Ja, nö, muss nicht unbedingt sein, kannst du auch. Sagen wir wir. Eben. Das ist viel besser. Also bis dahin. Bis wieder. Und was soll ich sagen, da ist Peter mit seinem nächsten Fisch. Irgendwie geht das gerade Schlag auf Schlag und Peter hat auch noch Coroni drauf. Hat er auch noch nicht gewechselt. Aber die Farbe hat er gewechselt, weil er irgendwie gerade sagte, er hätte fast den Hakenschutz wieder drauf gelassen. Was hast du jetzt drauf, Peter? Coroni, aber Weißfischimitat, also nicht blau, ne? Ja, also Weißfischimitat mit blau, sagt er. Ja, Petri Heil. Ja, Coroni bringt's auch mal wieder, ne? Da ist er. Handlandung. Tolle Köder, die Dennis da baut. Ja, das kann man so sagen. Ja, die stehen im Kraut rum, die Burschen. Schöner, schlanker, kleine Milchner. Schöner aber Fisch. Schöner Fisch, auch die Farbe wieder. Ja. Und was auch geil ist, seht ihr den Himmel? Er ist wieder blau. Ist wieder blau. Deswegen habe ich die Farbe gewechselt. Tschüss, mein Kleiner, du bist leider zu klein. Tja, Petri nochmal. Gucken wir mal, ob da vielleicht noch ein oder zwei gehen, bis wir wieder da vorne sind. Einen brauchen wir noch, dann sind wir schon zweistellig. Oh, na dann los. Jo. The next one. Heiko mit seinem nächsten Hecht. Und wieder den Picture da. Ja. Also Heiko bleibt bei seinem Barschimitat. Ich hatte gerade wieder ein Biss auf Coroni. Aber Bisse können wir nicht braten, ne? Das kennen wir schon. Ein süßer kleiner Hecht. Ja. Der ist aber mal gerade doppelt so groß wie der Köder. Ja. So ungefähr. Aber trotzdem. Ist tatsächlich so, ne? Also ja, alles richtig gemacht. Ne, da können wir mal sehen, wie die Hechte drauf sind. Ne, sie wollen eben viel Energie aufnehmen, wenig verbrauchen. Und dann nimmt man kompakte oder auch ein bisschen längere Köder. Und dann passt das. Also, Petri! Petri, dank! So, Peter mit dem nächsten Fisch. Und diesmal auf dem Pickshed. Ja, ich habe noch mal Köder gewechselt. Und ich muss den schnell mal versorgen hier. Da haben wir den kleinen, viel zu klein, aber immer noch voller Igel, die Burschen. Ne? Ja, Petri nochmal. Schnell zurück. Ja, wie wir euch zeigen konnten, sind Gummifische, die, ich sag mal, nicht so häufig gekauft werden, wie Pickshed oder auch Coroni. Und wenn man die
nicht so häufig einsetzt, dann haben die da, wo Gewässer überangelt sind, natürlich immer eine gute Chance. Ja, das haben wir heute gezeigt. Ich werde jetzt mal das Klassische machen. Du bist bestimmt einen Jerk jetzt raus. Ich hau jetzt noch mal einen Jerk drauf. Ja. Deswegen halt die Route ja auch mit. Ich muss das probieren, ob da nicht doch noch einer drauf geht. Ja, also ich werde mit einem kleinen Jerk angeln. Ich werde jetzt keine großen Jerks nehmen. Ich werde einen Weißfischimitat mal fischen. Und dann mal gucken. Und im Übrigen fische ich diesmal einen von der Stange. Weil die anderen habe ich alle gar nicht mit. Ich habe nur 3 Stück mitgenommen oder 4. Oh. Ja. Und sonst müsste ich noch mal so 2 bis 37 Kilometer zum Auto rennen und noch ein paar Jerks holen. Aber das, nee, ich will ja angeln. Ja, dann lass uns. Ja, lass uns fischen. Heiko mit seinem nächsten Hecht im Drill. Zoom ihn mal ein bisschen ran. So, da sehen wir ihn schon. Heiko ist bei seinem Gummi geblieben. Ich habe gerade umgebaut und mir gerade einen Jerk draufgehängt. Und schau mal, was damit so geht. Ja, Heiko, Petri! Petri dann? Na, da passt doch! Ja, ich hatte eben noch einen Biss auf dem Pickshed. So, nun haben wir die ganze Strecke hier ja mit Gummis richtig durchgepflügt. Und nun werden wir mal sehen, also ich jedenfalls, und werde dann mal mit Jerk angeln. Ne, obwohl sie hier Jerks erkennen, aber man hat ja immer so seine speziellen Farben mit. Vielleicht. Und mal gucken, ob der was bringt. Aber ich denke mal schon. Nun muss ich mich beeilen. Heiko hat schon wieder einen Hecht im Drill. Den hat er schon fast draußen hier. Ich habe das gar nicht gehört, dass er mich gerufen hat. Ich war so mit dem Angeln beschäftigt. Ja, einen schönen Fisch. Ja, Heiko, Petri. Petri, dank. Und wieder auf dem Pickshed. Ja, du hast heute nur mit Pickshed gefangen, wa? Nur mit Pickshed gefangen, ja. Ich habe zwar alles andere auch ausprobiert, aber der Einzige, der wollte, war Pickshed. Oh, Peter mit seinem nächsten Fisch. Und dieses Mal hat er den Jerk drauf, das er ja angekündigt hat. Ja, hab grad dritten Wurf gemacht oder so. Und, also... süßen kleinen weißen Esox. Ja, Petri. Petri, dann. Aber ich muss ihn schnell mal befreien und schnell zurücksetzen. Ja, der vierte Köder bei dir, zumindest die Köderart. Ja. Und auf jeden bis jetzt Hecht gefangen. Ja. Ja, so sieht das aus. Auch diese ganz kleinen, niedlichen, ne? Also machen immer wieder Spaß. Tschüss, mein Kleiner, auf dass du ganz groß und stark wirst. Also der war natürlich für die Küche noch zu klein, ne? Ja, Peter, jetzt nochmal ganz kurz zu deinen Ködern, die du jetzt hattest. Du hast jetzt 4 verschiedene Köder drauf gehabt und ja, auf jedem Hecht, ne? Ja, ich habe erst mit dem Sunday geangelt, Twinblade drauf, habe damit Hecht gefangen. Dann habe ich gewechselt auf Coroni, habe damit Hecht gefangen. Dann habe ich gewechselt auf Pickshed, grün, Hecht gefangen. Und weil das ja überangelt ist mit Jerks, habe ich noch mal einen Jerk drauf gehauen, weil das ist ja immer eine Herausforderung. Ne? Und sicherlich, so wie ich den Jerk da durchs Wasser ziehe und ein Räuber sagt, den will ich fressen, dann habe ich alles richtig gemacht. Definitiv, also, ja. Und egal wie groß der Fisch ist, auch darüber muss man sich freuen. Ne? Weil man hat den Köder so angeboten, dass der Lütte gesagt hat, den will ich fressen. Genau. Alles richtig. Deswegen kriegt auch so ein kleiner einen extra Küssi. In diesem Sinne nochmal Petri heil. Ja, und, aber kein Zungenschlag. Bei dir wäre ich dir mal nicht so sicher. Also nicht. nicht bei Hecht. Das ist gefährlich. Peter mit dem nächsten Fisch. Mal gucken, wo ist er? Da ist er. Und wieder auf dem Bastard Jerk, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, wieder ein Bastard Jerk. Ich habe die Farbe mal gewechselt. Hab mal gelblichen genommen so. Aber einen kleinen Hecht, aber der ist mega schön gezeichnet. Also der ist so richtig schön gepunktet. Ich hole ihn mal ran, den Burschen. Oh, wie, ja, süß. Schöne. Der hat ein fettes Geschwür am Bauch.
Ja, aber der ist schön gezeichnet. Die Punkte sind so richtig schön. So. Ja. Ja. Der sieht richtig schick aus. Aber eben noch ein ganz kleiner. Deswegen ganz schnell zurück. Ne? Ja, Petri nochmal. Ja. Und auf was hattest du den jetzt? Auf dem Buster Jerk mit Grün, Gelb? Jetzt, auf dem anderen Buster. Also Jerks haben jetzt auch zwei Fische gebracht. Auf die Farbe. Also ein bisschen was Auffälliges. Die Bisse sind insgesamt, ist das ein bisschen weniger geworden. Und dann ist manchmal so eine auffällige Farbe oder so vom Vorteil. Ne? Nicht, weil sie die fressen wollen, sondern einfach verbeißen. Und dann ist sowas natürlich auch gut. Ah. Also. Der hat passt. Ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Nur Köder, der im Wasser ist, kann Fische fangen. Oh, die Sonne blendet hier. Nee, das bin ich. Ach, das ist Heiko. Da knallt da wieder einer, ne? Tja, Fazit heute. Der Angeltag ist fast vorbei. Und da wir ja noch ein bisschen angeln wollen, machen wir jetzt schon die Modi. Abmodi heißt das, ne? Jo. Ja, machen okay. Wir. Also, wir wünschen euch einen schönen Restsonntag. Na klar. Nein, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zugucken hier. Und unser Plan ging auf. Köder, die eben nicht so häufig sind, dass die in überangelten Gewässern doch oft die bessere Wahl sind und dann natürlich auch dementsprechend fangen. Ne? Genau, und also, wir stellen auch zu den Ködern, zu den Routen und was wir so jetzt alles an das mit hatten. Das findet ihr dann unten. In der Videobeschreibung, in genau. In der Beschreibung. Da können wir was dazu schreiben oder sagen, ich denke mal. Ne? So Handmade-Routen gebaut und so, die ich fisch heute. Aber die habe ich schon ganz lange. Naja, also. Schönen Restsonntag nochmal, Heiko und Peter. Tschüss. Tschüss.